Jeder Mensch ist in irgendeiner Weise begnadet, mit einer Fähigkeit, einem Talent. In meinem Fall ist es dann wohl das Klavierspiel, die Verbindung zur Musik. Ein großer schwarzer Kasten, der dazugehört, der auch mit Arbeit verbunden ist und irgendwo aber das widerspiegelt, wofür ich hier bin, weshalb ich das Gefühl habe, dass es gibt eine Daseinsberechtigung in dem Fall. Deswegen empfinde ich das aber in dem Moment nicht als Gnade. Wenn ich darüber nachdenke, auch für einen Moment wie heute, wenn wir darüber sprechen, fällt mir auf, dass es durchaus ein großes Privileg ist. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht durch eine bestimmte Erziehung, durch ein Moralbild unserer Gesellschaft, das für mich möglich war, dort einzutauchen. Letzten Endes bedeutet Gnade für mich eigentlich, dem Komponisten Raum geben zu können und seine Komposition wiederbeleben zu können. Überhaupt das Privileg zu haben, die Musik, die ich mache, an den Hörer bringen zu dürfen, überhaupt bisher so gelebt haben zu dürfen, wie ich es bis heute tue. Aufgewachsen zu sein in einer Form, wo Musik Platz hatte und auch eine dementsprechende Ausbildung zu erfahren. Und das ist für mich eine Form der Gnade, wofür ich auch dankbar bin, wenn ich genau darüber nachdenke.